Es ist Samstag, der 10. Januar. Ich begrüße Sie herzlich zum Auftakt des Wochenendes und lese aus Hosea 4 den ersten Vers. Höret des Herrn Wort, denn der Herr hat Ursache zu schelten, die im Lande wohnen, denn es ist keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes im Lande. Über die Festtage ist in seinem hohen Alter Johannes Mario Simmel verstorben. Ein Mann, der viele Romane verfasst hat und dem man es zur Last gelegt hat, dass er sogenannte Trivialliteratur schrieb, das heißt solche Romane, die man am Meter schreiben kann, und man hat ihm dadurch Unrecht getan. Er hat es gesagt als Lebensrückblick: Die Erkenntnis der letzten Jahrzehnte seines Lebens waren geprägt von der Einsicht, dass genau das, was hier im heutigen Vers auch zu hören ist, zu seiner eigenen Erfahrung gehört hat, nämlich Liebe, Treue, das sind Werte, die immer mehr und mit großer Schnelligkeit aus unserer Gesellschaft verschwinden und sich abmelden. Ob man mit Johannes Mario Simmel so hart ins Gericht gegangen ist, weil er jüdische Abstammung hat, weiß ich nicht, inwiefern dies eine Rolle spielte. Jedenfalls hat es ihn in eine gewisse Bitterkeit gestürzt. Sein spätes Leben war gekennzeichnet von Depression und darin hat sich die Lieblosigkeit unserer Gesellschaft wiedergespiegelt, denn es hat ihn ganz persönlich getroffen, aber er hat es natürlich nicht nur an seinem Leben gesehen, sondern überhaupt in seinem Umfeld, wie die Menschen heutzutage miteinander umgehen, die Medien zuallererst. Simmel hat es also genau gleich gesehen wie Gott. Gott hat über die Neujahrstage nicht die vielen Glückwünsche gesehen, die Millionen und Abermillionen von SMS, die da versandt worden sind und die einiges Geld in die Kassen jener Unternehmen gespült haben, die die Systeme betreiben. Gott hat auch nicht einfach die vielen Kerzen gesehen und sich blenden lassen von dem vielen Weihnachtslicht. Er hat nicht die vielen Geschenke gesehen, sondern er sieht mehr. Er hat die Herzen angesehen, die Gleichgültigkeit der Menschen, die zwar sich ein bisschen hat erwärmen lassen, aber auch bald in der Januarkälte wieder erstarrt. Diese Dinge sind ihm nicht entgangen. Es ist also genauso, wie wir es in unserer Kirchgemeinde im letzten Wochenende erfahren haben. Durch ein Missgeschick ist eine Kerze niedergebrannt und hat ein Arrangement mit Tannen, Zweigen und so weiter in Flammen versetzt. Das ist über Nacht geschehen und am Montagmorgen war ein Raum in der Kirche völlig verkohlt. Man muss das jetzt alles neu streichen, putzen, reparieren etc. Wir hatten großes Glück im Unglück. Und trotzdem, eine Kerze, die Licht verbreitet hat, einen ganzen Raum schwarz gemacht. Das hat mich sehr erstaunt. Wie kann das, was eigentlich Licht sein sollte, schlussendlich eine solche Schwärze, einen Gestank, eine stickige, beißende Luft hinterlassen? Das alles hat zu meinem Herzen geredet. Ist es nicht so mit unserer Gesellschaft? Wir zünden zwar diese Kerzen an, aber am Schluss bleibt eine gewisse Schwärze zurück. Nun heißt es, dass Gott mit uns schelten muss, weil er nicht die Lichter sieht, die so schnell erlöschen, sondern die große Schwärze, die dann bleibt. Und um das zu tun, seine Schelte zu einem positiven Ausgang zu bringen, muss er uns ein Stück durchschütteln im neuen Jahr. Es braucht Drucksituationen, damit die Menschen wieder solidarisch werden, damit sie sich wieder umeinander kümmern. Es braucht Geburtswehen. Alle diese Dinge werden auf uns zukommen. Und da ist es interessant zu sehen. Du mit deinem Leben. Du kannst in dieser Umgebung etwas ganz, ganz Einfaches tun und mit diesem ganz Einfachen enorm wichtig sein. Heute wird man nicht wichtig bei den großen Erfindungen, die man macht und in einem komplizierten Leben, sondern man wird wichtig, indem man das Allereinfachste tut, das es überhaupt gibt, nämlich, wie es der heutige Text sagt, Liebe, Treue, Gotteserkenntnis. Diese drei Dinge machen dich zu einem Licht in einem angeschwärzten Raum. Für mich ist es nachvollziehbar, wenn Menschen in einer solchen gleichgültigen Umgebung, wo so viel Ablehnung und Kritik herrscht,
depressiv werden, verbittert werden. Ich kann es gut verstehen. Andererseits gibt es für uns die Möglichkeit, zu der uns Gott in diesem Jahr wiederum aufweckt. Nämlich genau das, dass wir die Liebe üben, die er uns als erstes geschenkt hat, dass wir in der Treue stehen, die auch seine Treue ist, und dass wir den Gott erkennen, der auch uns kennt, und dass wir so miteinander und mit ihm unterwegs sind. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Wochenende.